Ja, Mette, Leute, und ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal. Rein hat sich geäußert in sehr, sehr großen Anführungsstrichen. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht erstmal noch mal ein paar Antworten auf Kommentare, sag ich mal. Wie gesagt, es steht alles meistens öfters in den Kommentaren, deswegen leichter als jemals zu antworten, mache ich es einfach hier in Videoform. Ich hoffe, die Leute, die das angemerkt haben, sehen dieses Video hier. Und zwar erstmal die Sache mit dem, gestellten Video in Anführungszeichen, wo die Mutter sich klar filmen lassen hat und auch klar aufs Go gewartet hat, bis sie anklopft. Da stand auch oft in den Kommentaren, dass es einfach gemacht wird fürs Jugendamt, weil die wohl ja sehen müssen oder sehen wollen, besser gesagt, dass versucht wird, dass rein aus dem Haus gebracht wird und so weiter. Irgendwas in der Richtung stand mehrmals irgendwas anderes in den Kommentaren. Was macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Es ist für mich einfach immer noch, es fühlt sich komisch an. Die Meinung ist ja, geteilt, würde ich jetzt nicht sagen. Die meisten sind schon der Meinung, dass Rainer es war. Aber einige stimmen mir schon zu, dass es ist irgendwie komisch. Ich meine, dieser Vorfall wurde am 3.1. angezeigt. Natürlich, dann einen Tag vor seiner Pädokommune. Natürlich. Und wir haben jetzt Anfang Februar. Wenn wirklich dieses Kind, ne? Ich hoffe wirklich nicht, ne? Ich denke, da sind wir alle auf einer Linie, dass wir es nicht hoffen, dass es passiert ist, aber wir es Rainer gönnen würden, wenn er dafür in den Bau wandert natürlich. Aber warum sollte Rainer dann da einen Monat länger noch drin wohnen? Natürlich ist es schwierig, ne? Die sind nicht die Vermieter und ich denke mal, dass die ausziehen ist auch schwierig, wenn die finanziell nicht die Möglichkeit haben, einen Monat im Hotel zu wohnen oder so. Könnt ihr mal den TikTok-Stream anwerfen. Da kann man das natürlich alles nachvollziehen, aber du kommst doch irgendwo unter, du bringst das Kind weg, dass die Mutter und das Kind immerhin irgendwo hingehen, zum Übernachten, was weiß ich, dass der Vater halt da bleibt oder so. Aber einfach, dass alles in diesem Haus zusammenbleibt, es fühlt sich einfach immer noch komisch an. Dann vielleicht noch ein paar Sachen zum Blog vielleicht noch, wenn wir hier, wird nur ein kurzes Video, deswegen können wir das, glaube ich, ganz gut einwerfen. Machen wir wieder ein paar Themen in diesem Video. Rainer hatte gesagt, für Leute, die es halt nicht mitbekommen haben, dass er, als er fast ertrunken wäre in der Schule, da meinte er, ja, anstatt dass ich ja um mein Leben kämpfe und andere mit runterziehe, habe ich halt nett gefragt, ob mich jemand ans Ufer schiebt. Ne? Klang sehr komisch. In den Kommentaren kam dann auch schnell die Aufklärung, jo, ne, sobald man am Ertrinken ist, wird das Atmen dementsprechend übergeordnet. So, das passiert einfach automatisch, anscheinend. Also kann das schon mal gar nicht stimmen. Vielleicht spricht das wieder eine Lüge. Naja. Mehr fällt mir spontan gerade gar nicht ein. Wir reden darüber im nächsten Blogpost, irgendwann am Donnerstag oder so. Podcast-Post meine ich. Jetzt kommen wir, wie gesagt, erstmal zu dem Video. Rainer hat sich geäußert in sehr großen Anführungszeichen. Schauen wir mal, ne? Was er zu sagen hat. Ich habe es noch nicht gesehen. Deswegen gehen wir zusammen hoffentlich jungfräulich rein. So, Leute, ich wollte mich mal kurz zwischendurch melden und euch Bescheid geben. Hört bitte auf, irgendwelche Sachen im Internet zu verbreiten. Ich werde mich nicht zu irgendwelchen Anschuldigungen äußern. Ich habe die Schnauze voll nach 12 Jahren, dass ich mich ständig für irgendwas rechtfertigen soll. Wenn ihr glaubt, was im Internet für Lügen erzählt werden, nach 12 Jahren immer noch, dann macht es bitte und tut mir den Gefallen und lasst mich damit in Ruhe. Hört auf, irgendwelche Anschuldigungen zu machen seit 12 Jahren. Er macht es schon wieder, ne? Wieder dieses Jahr, seit 12 Jahren macht ihr irgendwas, ne? Wenn ihr es glaubt, dann glaubt's halt. Aber gleichzeitig soll man Drachenlord googeln und alles glauben, was Rainer sagt. Rainer macht das, wie gesagt, sehr, sehr gerne, dass er einfach erzählt, jo, Leute, seit 12 Jahren machen die das. Quatsch. Durch vieles, was erzählt wurde, ne, ist durch Quatsch. Ich glaube sogar, dass mit diesem Hühnchen aus, Küken ausdrücken und so weiter. Ich glaube nicht, dass das alles stattgefunden hat. Aber wenn so harte Anschuldigungen sind, dann kann man das nicht einfach abtun mit einem, jo, Leute, ja, die erzählen wieder Kacke über mich. Was soll's, ne? Glaubt es nicht. Und wenn ihr denen glaubt, ja, dann seid ihr Hater von mir aus. Das ist halt sein Weltbild. Ich meine, ich kann vollkommen verstehen, wäre ich in Rainers Situation und ich wäre es nicht gewesen. Ne? Gehen wir mal von dem Punkt aus. Einfach, weil es das beste Szenario wäre, was passieren könnte für alle Beteiligten. Also für das Kind, besser gesagt. Nicht alle Beteiligten. So, wenn mich eh schon 100.000 Leute hassen im Internet. Und dann auch noch sowas kommt, was perfekt ins Profil passt. Ne? Ihr müsst euch ja mal vorstellen, ne? Es gibt diese ja, Kindermädchengeschichten, es gibt seine Fantasie mit seinem Vater, es gibt
auf seiner Festplatte diesen Lolicon-Ordner, wo er ganz viele Schmuddelbilder davon hat. Es gibt die Sache, wo er sich vor einem Kind die Hose gelüftet hat, aber da meinte er immer noch, jo, jetzt nicht gesehen, dass da ein Kind drin saß im Auto. Das gibt's noch. Ich hatte im Telegram-Chat nachgelesen, Rainer hatte wirklich mal gesagt, dass man ein Kind ja einfach verarschen kann oder einfach ja zu dem bringen kann, was man möchte, weil die ja so schwach und beeinflussbar sind. Man kann das Kind einfach packen und gut ist. Da habe ich wieder, ach, Dicker Rainer. Ja, selbst wenn man dir glauben möchte, ja, es gibt so viele Indizien dafür, dass er es einfach war. Und viele waren mir auch einig, sagen wir das so, in den Kommentaren, dass es eigentlich schon traurig ist, dass man Rainer sowas vorwirft. Ich meine, es geht wohl anscheinend nicht nur um Berühren da unten, ihr wisst, denke ich, was ich meine, sondern es soll wirklich zum Äußersten gekommen sein, wenn es einen DNA-Test gibt. Dann soll es wirklich zum Äußersten gekommen sein, weil ich wüsste nicht, weiß ich, vielleicht Spucke, ist auch eklig, weiß ich, welche Flüssigkeiten man da sonst noch testen wollen würde oder welche DNA-Partikel, keine Ahnung, weil ich meine, dass ein Haar auf ihrer Kleidung ist, ne, kann passieren, wenn die viel Zeit miteinander verbringen. Ich meine, sie hat ihn ja auch Onkel Rainer genannt, also ich weiß nicht, ne. Rainer macht das sich gerade wirklich sehr einfach, aber ich kann es, wie gesagt, verstehen, hätte sich hingesetzt und gesagt, oh, Leute, ja, die Anschuldigungen sind gerade echt scheiße, ich habe nichts gemacht, ich werde weiter darauf beharren, dass ich nichts gemacht habe, die Justiz soll es einfach machen, und ich sage dazu nichts mehr. Oder auch sowas wie, ja, ich werde jetzt einfach mal, weiß nicht, eine Woche zumindest, was weiß ich, eine Streaming-Pause machen, auch wenn er sich finanziell vielleicht nicht leisten kann, aber einfach, um der Sache den nötigen Respekt zu zollen. Ne? Es ist wirklich ein ultraschweres Thema, ein sehr, sehr schweres Thema. Muss ich mich gegen tausend andere Sachen. Naja. Erstmal die Sache mit der Sodomie. Rainer hat selbst gesagt, dass er gerne was mit dem großen Wassertier hätte, wenn er es auswählen müsste. Oder halt ein Pferd. Und er hat ein Pferd. Er hat sich halt im Laufe der Zeit sehr, sehr schwach ausgedrückt. Er hat auch Filmchen mit Delfinen geschaut. Also, das sind ja schon mehr als Vorwürfe. Dass Rainer gefällt, was er da gesehen hat, hat er ja zugegeben. Und die Sache mit den Kindern ist ja nicht seit 12 Jahren so. Ich meine, das erste Mal kam es wirklich raus durch, als er die Hose gelüftet hat. Aber ich glaube, da waren die P-Vorwürfe noch weit weg, denke ich mal. Und eigentlich so wirklich los ging es erst, als die Festplatte gelegt wurde. So rum. Und davor kam doch eigentlich gar nichts darüber, oder? Wir haben auf jeden Fall neu. Aber alles seit 12 beschissenen Jahren. Alles. Lasst es bitte einfach. Das ist alles gelogen, war es immer, wird es immer bleiben. Also hört bitte auf, mir irgendwelche Sachen vorzuwerfen. Das gleiche gilt für rechts und andere Geschichten. Da ist das nächste. Rainer sagt die ganze Zeit, oder schon seit Jahren schon, seit er damit halt in Verbindung gebracht wird, jo, er hat sich ja damals auch gegen rechts ausgesprochen, der hat halt das Gedankengut gut nicht und so weiter, aber ist gleichzeitig halbwegs best friends mit einem, der sehr wohl dieses Gedankengut vertritt. Natürlich kann man sagen, Rainer ist abhängig von ihm, weil er da wohnt, kann man auch sagen. Aber ich glaube aber auch nicht, dass Rainer rechts ist. Ich glaube einfach, er ist einfach so naiv in seiner Denkweise, dass er Sachen halt einfach nicht hinterfragt. Ja, er wird gefragt, jo, Rainer, hast du diese schlechte Eigenschaft? Und er sagt nein, sofort. Er denkt nicht drüber nach, dass er vielleicht gerade widersprüchlich handelt. Dann sagt er einfach sofort, nein. Gleichzeitig wohnt er unterm Dach mit einem, wie gesagt, der sehr wohl in diese Richtung geht. Das ist wieder das Ding. Der Rainer sagt 3 Sachen, die er nie gemacht hat, alles falsch. Und eine kann man sofort widerlegen. Das macht die anderen beiden direkt um einiges unglaubwürdiger. Ich werde mich dazu nicht weiter äußern. Es ist nicht der Fall, es war nie der Fall und es wird nie der Fall sein. Das ist mein Statement dazu. Wenn ihr das trotzdem glaubt, seid ihr selbst schuld. Ciao. Ja, er war sehr aufgebracht, was ich wie gesagt verstehen kann. Ich werde es nicht nochmal wiederholen, habe ich gerade schon gemacht. Aber ja, ich finde immer noch, auch jetzt an seiner Reaktion, er wirkt, ihr seht ja gerade den Blick von ihm, sehr nervös, was ich auch verstehen kann. Ich hoffe einfach, vielleicht ist einfach nur in meinem Kopf dieser Wunsch für das Kind, dass es nicht passiert ist. Weil sobald es in ein Alter kommt, wo es versteht, also wirklich versteht, ne, was ich, 12, 13 oder so, keine Ahnung, was da passiert ist, ich glaube, dann geht es spätestens richtig ab. Und das wünsche ich wirklich keinem Kind.
Was aber im Umkehrschluss heißt nur, dass die Eltern sich das ausgedacht haben. Oder halt das Kind. Aber ich denke mal, dass es die Eltern eher sind, weil sie Rainer halt loswerden wollten. Weil Rainer halt eine sehr, ja, unsympathische Person ist, die mit solchen Sachen schon in Verbindung gebracht wurde. Und vielleicht wollten die einfach ihr Kind vor Rainer präventiv schon schützen, indem sie ihn irgendwie rausmogeln, ne? Mit solchen Anschuldigungen, in der Hoffnung, dass Rainer einfach geht. Aber ja, da haben sie nicht mit Rainers Sturheit gerechnet, dass er sich einfach in sein Zimmer setzt und das einfach abwartet. Naja, wir müssen abwarten, was die Polizei sagt. Da schon ein Monat her ist, denke ich mal, werden die DNA-Sachen auch schon abgenommen worden sein. Also sollte da zeitnah Info kommen. Habe ich noch irgendwas dazu zu sagen? Nee, ich glaube, ich habe genug gelabert. Schreibt gerne eure Meinung zu den einzelnen Punkten in die Kommentare. Interessiert mich weiterhin sehr. Dann können wir da am nächsten Part oder im nächsten Video zum Thema nochmal drüber sprechen, falls irgendwas Neues geschrieben wurde natürlich, ne? Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da, aber würde mich auch sehr freuen. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein.